Und hallo und herzlich willkommen, zu einer weiteren Folge Minecraft Life in the Woods. Und jetzt bin ich wieder zu Hause. Hab ich ja gesagt, in der Zwischenzeit werde ich wieder nach Hause gehen, schnell. Und ja, und jetzt werden wir mal links und rechts von dem Weg ein paar Bäume hinmachen, pflanzen. Und dann bei dem einen oder anderen irgendwo, so, jetzt lassen wir erstmal da so wachsen, wie sie wachsen wollen. Ne? Irgendwann kommt der Wetter ja schon, wird er ja da irgendwie sein. So, dann nehmen wir noch ein bisschen hiervon. Könnt ihr mal alle, die wir jetzt schon mal so im Inventar haben, schon mal dahin tun? Wo ist der Obstbaumbau da? Hier mal für ein paar Löcher zu stopfen, haben wir ja noch diese kleine Mini-Bäumchen. Naja, wenn wir. Wie heißt das? Und wenn wir jetzt. Wenn die nicht wachsen sollten, dann helfen wir ein bisschen nach. Ne? Ein bisschen Knochenmehl und so. So. Hier kommen wir so einen Mini-Baum, der wird noch größer, keine Angst. So. Ich könnte mal eigentlich auch mal, was haben wir denn hier? Auf der 7. Könnte man den hier hin machen. Vielleicht links und rechts vom Dingen. Dass wir den ganzen Kladderadatsch hier wegmachen. Die Obst, da die Bärengarten kann man ja da lassen, wo sie sind. Ja, okay. Gut. So. Gucken, ob man die auch glaubt. Ach, ob die auch gleich wachsen und so. So, jetzt wollen wir ein bisschen Abwechslung. Jetzt könnte man eigentlich auch schon mal ein paar Obstbäume hinmachen. Ach so. Ja, 5 und dann. Nehmen wir denn zuerst, der nah bei uns sein soll, ist hier der Drachenfruchtbaum. Ist hier 4. Ich bin mal gespannt, ab wann gleich was wächst. Mal gucken, wie machen jetzt erstmal hier ein bisschen, da ein bisschen, hier ein bisschen, da ein bisschen hin. Und ja. Nochmal auf die 5. Und dann nehmen wir mal einen oder zwei von den Magic. Oder ja, das wollte ich nicht. So, erstmal so. Ist jetzt noch nichts gewachsen. Naja. Wir werden es sehen. Also mache ich eigentlich immer das Inventar auf. So. Dann hier das. Wir brauchen ja jetzt dann hier bitte so ein Obstbaum. Durianfrucht, das ist die übel riechendste Frucht, die es gibt. Ich weiß nicht auf der Welt, aber würd behaupten schon. Naja, jede Frucht riecht streng, wenn sie gegoren ist. Ich glaube, die gärt auch so die Durianfrucht. Das ist so ein. Sieht aus wie so ein. Wie so eine Mischung aus Melone und. Kaktusfrucht. Also vielleicht eine riesige Kaktusfrucht oder so. Aber das, ich weiß jetzt nicht, ob die an einem Baum oder an Dings wächst. Das weiß ich jetzt nicht. Jetzt brauchen wir nochmal hier so ein.
Braucht man noch mal so eine kleine, die Mini-Bäumchen hier? Um das Loch jetzt zu stoppen. Jetzt machen wir mal kurz ein, zwei Erdeblöcke, damit man da so einen kleinen, das Loch mal kurz ein bisschen erhöhen oder so irgendwie, du weißt schon, dass man da, damit wir hier den Baum hinpflanzen können. Ich glaube, wir müssen brauchen, der braucht noch ein bisschen mehr Erde, der Junge. Ja, okay, dann machen wir es halt so. Ist auch egal. Hier wieder raus. Jetzt ruckelt es hier wie Hexen, keine Ahnung. Sind die Dinger auch oder müssen wir da gleich mal nachhelfen gehen? Naja, wir gehen erstmal pennen. Vielleicht stehen gleich die ganzen Bäume da in ihrer vollen Pracht und ich bin hier die ganze Zeit am Meckern. Wieso es jetzt hier so stark ruckelt, ist mir auch ein Rätsel, aber naja, gucken wir mal. Wenn nicht, gucken wir mal, ob wir in den Taschen noch ein bisschen Knochenmehl haben oder so. Vielleicht wachsen sie ja dann schnellstens damit. Klingt leider aber auch von der FPS an ab. Und cheaten tut man da nicht mit, nein. Falls es immer so kleine Kinder, die noch kein Haare am Sack haben, das immer behaupten. Gut, den M. Naja. Finde es auch nicht schön, wenn Leute da sind, die cheaten oder so. Naja, da kann man ja nichts machen. Genau wie sie so Firmen angreifen und die DDoSen wie Pokémon oder Blizzard oder so, weil die Leute jetzt, viele Leute da spielen und sie finden das nicht so gut und dann müssen sie da die Leute, weiß ich, immer aus dem Internet, weiß ich, was sie da mit den Servern machen, ist ja auch egal. Ist ja nicht. Mich ärgert das ja nicht. Mich ärgert das zwar schon, aber naja, kann ja nichts gegen machen. Hat's denn was jetzt gebracht, das Schlafen gehen oder so? Oder? Doch, da hinten ist was gewachsen. Ne, doch nicht. Optische Täuschung war das für mich. Ach so, ein leerer Rucksack. Da haben wir Knochenmehl, siehst du? Ist beide mitgenommen? Ja. Der wird das wie ein riesiger Baum hier. Da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Gucken wir mal. Eins. Zwei. Da ist er schon. Ein riesiger Baum, ja. Naja, es ist nicht verkehrt, ne? So ein japanischer Ahornbaum. So, jetzt gucken wir uns mal hier an. Da hat man hier nichts gepflanzt. So, jetzt ist er da. Das ist ein japanischer Kirschblütenbaum. Gibt wohl auch noch einen chinesischen Kirschblütenbaum. Bin mir nicht da ganz so sicher.
wollte eigentlich die Lücke damit ausfüllen, aber anscheinend denkt sich der Baum, nö. Sehe ich nicht so. Da ist er. Die ganze Erde liegt jetzt da drauf. Einmal. Das wächst da. Oder? Ah, da ist er. Da ist er. Ja, schön. Wie heißt denn der Baum? Wie heißen die Blätter? Ja. Sieht aus wie so eine Mischung aus weißen, da rosa und Okay, kenne ich noch nicht. Jetzt wollen wir das mal mit den anderen Bäumen da probieren, ob die wachsen. Also ich vielleicht nicht genau auf den Setzling stellen, dann das Game nicht so gut. Einmal. Vielleicht wächst er ja noch gleich. Da, ist er, da steht er schon. Sieht auch gut aus, ne? Sollte man vielleicht auch mal einen ganz dunklen Baum pflanzen. Jetzt haben wir hier den ersten Drachenbaum, Drachenfruchtbaum. Den einen und einzigsten. Ja, schön. Alles klar. Noch mehr gepflanzt oder war es das schon? Ach ja, da den Baum hier. Da, schwupp. Und schon steht er da. War mir aber ärgerns wie sicher, dass wir den schon haben. Aber naja, wenn das Spiel sagt, nee, du hast ihn noch nicht, dann gut. Dann gebe ich mich geschlagen. So, jetzt steht ja hier nichts mehr rum. Jetzt könnte ja theoretisch einfach wachsen hier. Aber die japanischen Bäume sind halt so. Vielleicht gucken wir uns das dann gleich mal von oben an, was wir da gemacht haben. Vielleicht können wir das dann noch ein bisschen dichter machen oder so, wenn es geht. Gut, dass Bäume auch kein Wasser, dass Bäume kein Wasser brauchen hier. In dem Spiel, wir gehen mal gerade hier aus dem Ding raus. Da ist er schon. Der braucht so ein bisschen mehr als nur ein paar. Ja, cool, ne? Mal so ein bisschen am Rand. Am Rand haben wir da. Kann sich ja kein Vierjähriger mehr beschweren, ich würde irgendeinem nachbauen, weil das habe ich bei keinem noch gesehen. Noch nie bei einem gesehen, dass er das so gebaut hat.
Das hört sich für mich immer an wie von The Walking Dead. Tut mir leid. Dieses. Naja. Da ja. Ich kann mal nichts machen. So, wo ist denn jetzt der Setzling? Ist auf da. Oder so. Da geht's schon bei einem. Naja, egal. Ist ja nicht so schlimm. Das könnte man da noch was hinmachen. Wieder. Ach ja, den Durian können wir ja da hinbauen. Hinbauen. Ja, schon klar. Pilz. Das war ein bisschen zu nah. Ja. So. Eins. Und schwupp ist er. Steht er da? So sehen die Durian-Früchte aus, so in etwa. Ich will aber noch mal gucken, was mit dem Mag. Hier könnte man noch einen hinbauen, ne? Hinpflanzen, Entschuldigung. Hier so einen kleinen Busch können wir da hin machen. Nee. Ja, das war nicht das, was ich wollte, aber okay. Komm, geh auf, Junge. So. Das ist halt so ein Busch-Gestrüpp-Dinge da. Dass der magische Baum da wächst. Ich weiß nicht, wieso das so stark ruckelt. Naja, sondern noch ein paar Bäumchen. Mal hier eins, mal da eins. Ah, da ist er. Hat ein bisschen länger gebraucht. Alles klar. Mal hier auch noch einen machen, aber einen anderen. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ne. Da müssen wir ein bisschen Erde holen. Oder vielleicht wächst er ja auch noch. Sehen wir ja dann. Sieht schön aus, ne? So werden die Bäume angeleuchtet. Sieht gut aus. Ich kann da machen. The Moo. Man weiß ja, dass... Ja, kann man noch. Man weiß ja, Papageien, die können ja nachsprechen, so richtig, also manchmal krächzen sie auch und dann, ne, denken wir schon, die sagen das. Ist das so, dass Tiere, so Hunde oder Katzen, das dann auch versuchen, so ein bisschen nachzusprechen, weil sie mit uns so zusammen leben und weil wir mit denen richtig sprechen und so... Weil manchmal, wenn unsere Kater jetzt hier so meine Mutter rufen will, dann sagt er immer Mama
Oder manchmal, ich weiß es nicht, ob entweder bilde ich mir ein, aber manchmal miaut der so, dann hört sich das so an, als würde er meinen Namen ja sagen. Und naja. Kommt mir ein bisschen komisch vor. So. Wir haben geschlafen, jetzt kann man wieder weitermachen. Ist der eine Baum da gewachsen, da der chinesische Ahornbaum. Da haben wir noch zwei Stück von. Warte mal, haben wir hier irgendwo Erde? Nee, doch, da ist Erde, ne? So. Vielleicht kriegen wir dann, wenn wir da ein bisschen Erde drumherum machen, den... Fängt er dann an zu wachsen. Wieso ruckelt's denn so stark? Was ist denn hier passiert? Ich hab, weiß ich, 300 Meter vom 50, weiß ich, 50 Blöcke oder mehr von meinem Haus entfernt ein paar Bäume aufgestellt und schon ruckelt's wieder wie Sau. Der Pferd denkt sich auch, der hat mich hier hingeschleppt und jetzt hat er mich hier angebunden. Und jetzt muss ich hier stehen bleiben. Ja, leider musst du das erstmal machen, bis wir uns dann mal ausgeguckt haben, wo du mitgehen kannst. Ja, kann man noch ein bisschen Knochenmehl. Wie soll ich die kleinen Bäumchen da sind auch jetzt gewachsen. Ich hätte ja gerne so an dem Weg entlang so ein paar Blätter, entweder von dem Dinge da oder von dem anderen. Mal gucken, wie ich das mache. So am Weg entlang, so da wo so Weg fehlt. Da wo das Gras so. Ach, da weiß ich schon. Da wo, hier, wo so ein Block oder zwei Blöcke tiefer ist mit der Erde und das alles. Ist so ein bisschen so. Ja. Weiß ich, moosmäßig oder so. So. Jetzt bauen wir hier so einmal rum, damit der Baum denkt, alles klar. Jetzt kann ich wachsen. Ich freue mich schon ein bisschen auf die Erweiterung von World of Warcraft. Ich hoffe, ich kann auch schon mal einen Charakter dann hochbringen. So, was wollte ich denn jetzt? Knochenmehl ist auf der 7, ja. Da steht er. Gucken wir mal, wie groß er geworden ist. Ja, schon groß. Ich will aber einen, der riesig wird. Monsterbaum. Das bräuchten wir vielleicht noch mal einen Obstbaum. Nee. Wo ist denn jetzt der Obstbaum? Da. Fünf aufmache. Und dann nehmen wir hier Birnenzeppling. Ja, da können wir ja gebrauchen, wie wir schon festgestellt haben. Manchmal geht's eins, manchmal zwei. Geh rückwärts, ja. Dann stehst du im Zeppelin drin. So, da steht er. Schwuppdiwupp. Ich würde den aber gerne so haben, wie der in dem Palast da ist. So riesig groß und wo man dann so Laternen und das alles ranmachen kann und so. Ja.
hier könnte man nochmal so einen Baum hinstellen. Vielleicht den letzten Morikaner hier. Ja. Schwupp. So. Ja, komm, wachs jetzt hier. Hoppi. Hoppi, galoppi. Hier ist nirgend, weit und breit ist hier kein einziger Baum. Da steht er. So. Alles klar. Hier vielleicht nochmal so ein japanischer Baum hin. Japanischer Kirschblütenbaum. Da haben wir noch ein paar von. Nö. Sieht bestimmt später mal geil aus, wenn der dann mal wachsen würde. Der Affe hier, komm, mach, sprich's in die Höhe. Oder ist das hier alles so, steht so viel rum hier. Muss ich mal kurz hier ein bisschen Rappezapp machen oder was? Oder steht sie zu tief in unten oder? Naja, gut, dann wächst er gleich und ist 300 Meter hoch. I don't know. Naja, der sieht ja aus wie ein Pilzer. Naja. Gegen dem anderen sieht das schon ein bisschen kümmerlich aus, aber naja, was soll das? Hier könnte man vielleicht noch einen hinmachen. Hier von dem Zaubergedöns da. Na, man muss wieder aufpassen, dass die nicht zu nah am Rand sind. Klar. So. Doch, sieht doch geil aus, oder? Sieht doch schon pur aus. Achso, ich muss noch was essen. Ne, das wäre nicht ganz so verkehrt. Nö, nö, nö. So, hier. Eine da und eine hier. Und eine der 3D. Dann nochmal auf die Dry, eine Erdbeere. So. Hier. Achso, hier hat man ja was, aber das will nicht wachsen. Keine Ahnung, weshalb, weswegen. So. Vielleicht hier nochmal so ein Obstbaum. Hier den Feigenbaum. Doch, Feigenbaum. War ja richtig. Und schwupp, da steht er. Ist aber ziemlich klein geworden. Ich stehe ja schon fast da drunter. Ja, guck mal. Wie wir das am besten machen. Wie man vielleicht schon gemerkt hat, mag ich die hier gerne. Vielleicht können wir auch irgendwann mal nochmal einen abreißen und dann kann man nochmal einen pflanzen. Mehrere Pflanzen davon. Noch irgendwo ein bisschen. Ich weiß, das hätten wir auch eigentlich alles selbst wachsen lassen können, aber du weißt ja schon. Man weiß ja, ihr seid ja bestimmt genauso, ihr möchtet auch nicht gerne auf irgendwas warten. Sind die Obstbäume drin? Kein Mehl.
Ne, ich hatte mir ja schon reingeguckt. Jetzt gucken wir noch mal in die restlichen rein. Hier rein. Ne, auch kein Knochenmehl. Und ich glaube auf der 6. Ja, da ist nichts drin, alles klar. Gut. Gut, gut, gut. Dann gehen wir mal kurz in unserem. Du weißt schon da rein. Unsere Falle da. Spawner. Warte jetzt nochmal. Da hinten quasi. Wird langsam dunkel. Was ja noch gut wäre, wenn man die Erfahrungskügelchen bekommt, aber die kriegt man ja irgendwie nicht. Damit er die Falle auch nochmal sieht, ne? Brauchen die ja. Also, ach, seht ihr ja, dass wir die nochmal brauchen. Nur wir machen da an und dann wieder aus und dann. Also, hier auf normal und dann stellen wir wieder auf. Offenmal die Schwierigkeitsgrad und dann weißt du Bescheid. Ab ins dunkle Loch. Verstehst du? Ach so, wir sind schon wieder drüber. Naja, wenn man wieder so am Bauen ist, dann ist die Zeit wieder so ganz schnell vorbei. So, dann ja, dann fangen wir jetzt nachher wieder hier die Folge an. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Bedanke mich fürs Zusehen ein bisschen und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Dragon Soul. Ciao.